Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Mir geht es gut, danke. Sind Sie bereit für das Software-Projekt-Treffen? Ja, ich habe alle notwendigen Unterlagen vorbereitet. Großartig. Beginnen wir mit der Überprüfung des Projektzeitplans. Sicherlich. Wir sind auf dem Weg, die Frist einzuhalten. Gut zu hören. Gibt es Probleme mit dem Entwicklungsteam? Nein. Sie arbeiten effizient. Die Kommunikation ist nahtlos. Großartig. Wie sieht es mit dem Budget aus? Haben Sie Bedenken? Das Budget liegt innerhalb der von uns zu Beginn festgelegten Grenzen. Perfekt. Lassen Sie uns die bevorstehenden Meilensteine besprechen. Der nächste Meilenstein ist für nächste Woche geplant. Sind sich alle Teammitglieder ihrer Pflichten bewusst? Ja, ich habe die Verantwortlichkeiten klar kommuniziert. Gute Arbeit, Mary. Ihre Führung macht den Unterschied. Danke, Michael. Danke für Ihre Unterstützung. Lassen Sie uns nun über mögliche Risiken sprechen. Haben Sie welche identifiziert? Bei der Integration von Drittanbieter-Software besteht ein geringes Risiko. Lassen Sie uns darauf achten und einen Notfallplan erstellen. Annahme. Wir sollten auch regelmäßige Fortschrittsbesprechungen einplanen. Ich dachte dasselbe. Wöchentliche Treffen reichen aus. Das funktioniert bei mir. Es stellt sicher, dass alle in Harmonie sind. Apropos Compliance. Wie ist das Feedback unserer Kunden? Sie sind mit den bisherigen Fortschritten zufrieden. Das sind gute Nachrichten. Kundenzufriedenheit ist unsere Priorität. Auf jeden Fall, Michael. Unser Ziel ist eine erfolgreiche Projektabwicklung. Gibt es noch etwas, über das wir heute sprechen sollten? Ich denke, wir haben alles abgedeckt, was auf der Tagesordnung stand. Wunderbar. Vielen Dank für dein Engagement, Mary. Danke, Michael. Lassen Sie uns weiterhin zusammenarbeiten. Definitiv. Lassen Sie uns dieses Projekt zu einem großen Erfolg machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Einen schönen Tag noch. Du auch, Mary. Bis zu unserem nächsten Treffen. Tschüss, Michael. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Michael. Wie geht es dir heute? Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Mir geht es gut, danke. Sind Sie bereit für das Projekttreffen? Ja, ich habe die Tagesordnung festgelegt. Großartig. Lasst uns das Treffen beginnen. Sehen wir uns zunächst den Projektzeitplan an. Okay, mach weiter. Wir nähern uns der Frist. Gut zu hören. Es stehen jedoch einige Herausforderungen bevor. Was für Schwierigkeiten? Wir brauchen mehr Ressourcen zum Testen. Ich werde dies mit der Personalabteilung besprechen. Danke, das wird sehr hilfreich sein. Was steht als nächstes auf der Agenda? Lassen Sie uns das Budget besprechen. Liegen wir im Budget? Wir liegen etwas über dem Budget. Wir müssen Wege finden, die Kosten zu senken. Ich stimme zu. Wir können unsere Ausgaben optimieren. Lassen Sie uns auch über Kundenfeedback sprechen. Sie wollen einige Verbesserungen der Benutzeroberfläche. Ich werde das Entwicklungsteam informieren. Gut, wir müssen auch an die Sicherheit denken. Dies ist auf jeden Fall eine der obersten Prioritäten. Gibt es noch etwas hinzuzufügen?
Lassen Sie uns für nächste Woche eine Demo vereinbaren. Ich werde mich mit dem Team abstimmen. Danke, Maria. Danke, Michael. Das war's für das heutige Treffen. Wir sehen uns in der Demo, Michael. Ich freue mich darauf. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Wie geht es dir heute? Hallo, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Ich bin auch gut. Waren Sie in letzter Zeit beschäftigt? Ja, ich bin ziemlich beschäftigt bei der Arbeit. Und du? Ich hatte auch viele Treffen. Was machst du beruflich? Ich bin Manager in einem kleinen Unternehmen. In Ordnung, und du? Ich bin auch Manager, allerdings in einem größeren Unternehmen. Das klingt überzeugend. Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am besten? Es macht mir Spaß, Probleme zu lösen und mit meinem Team zusammenzuarbeiten. In Ordnung, und du? Ich liebe es, meinem Team zu helfen, zu wachsen und seine Ziele zu erreichen. Das ist schön zu hören. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich. Ich ruhe mich nur zu Hause aus. In Ordnung, und du? Ich werde meine Familie besuchen. Wir haben ein kleines Treffen. Das hört sich gut an. Zeit mit der Familie ist wichtig. Ja, genauso. Es war schön, dich zu unterhalten, Mary. Du auch, Michael. Habe ein schönes Wochenende. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Mir geht es gut, danke. Hattest du ein gutes Wochenende? Ja, es war toll. Ich bin mit ein paar Freunden spazieren gegangen. In Ordnung, und du? Ich ruhte mich zu Hause aus und schaute mir ein paar Filme an. Wie läuft das Softwareprojekt? Es geht voran, aber wir haben einige Schwierigkeiten. Wir müssen unsere Frist einhalten. Ich verstehe, vor welchen Herausforderungen stehen wir? Uns mangelt es an Entwicklern und einige Aufgaben dauern länger als erwartet. Das gibt Anlass zur Sorge. Lassen Sie uns das morgen bei unserer Teambesprechung besprechen. Annahme. Außerdem forderte der Kunde einige Änderungen an der Benutzeroberfläche. Ich verstehe. Können Sie mir die Details zusenden, damit wir es überprüfen können? Natürlich werde ich Ihnen die aktualisierten Designdokumente per E-Mail zusenden. Danke, Maria. Wir werden sie durchgehen und sehen, was möglich ist. Es sieht aus wie ein Plan. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Eine Erinnerung an die bevorstehende Präsentation. Haben Sie Ihre Folien vorbereitet? Noch nicht. Aber ich werde es morgen Nachmittag fertig haben. Großartig. Sorgen wir dafür, dass wir gut vorbereitet sind. Haben Sie noch etwas anderes im Sinn? Nein, ich denke, das deckt vorerst alles ab. Bis morgen. Okay. Mary, ich hoffe, Sie haben einen produktiven Tag. Wir werden uns bald unterhalten. Du auch, Michael. Auf Wiedersehen. Neuer Vortrag. Guten Morgen, Maria. Sind Sie bereit für einen weiteren aufregenden Tag in Deutschland? Guten Morgen, Michael. Ich kann es kaum erwarten, mehr von diesem wunderschönen Land zu erkunden. Ich dachte, wir könnten heute mit einem Besuch des berühmten Schlosses Neuschwanstein beginnen. Klingt gut. Ich wollte das schon immer persönlich sehen. Es ist wirklich ein Märchenschloss. Die Aussicht von oben ist atemberaubend. Ich kann raten.
Vergessen Sie nicht, unsere Kameras mitzunehmen. Definitiv. Anschließend konnten wir in einer örtlichen Bäckerei traditionelles deutsches Gebäck kaufen. Ich habe gehört, dass es hier die leckersten Cracker gibt. Ich kann es kaum erwarten, eines auszuprobieren. Dir steht ein Fest bevor, Mary. Sie sind nicht wie die Bagels, die Sie jemals gegessen haben. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Keine Sorge, wir sind bald da. Wie wäre es mit einer malerischen Tour durch die bayerische Landschaft? Es klingt perfekt. Ich habe gehört, dass die Landschaft hier unglaublich schön ist. Ist es wirklich? Die sanften Hügel und charmanten Dörfer wirken wie auf einer Postkarte. Ich bin so froh, dass wir Deutschland für unseren Urlaub ausgewählt haben. Ich bin auch Miriam. Hier gibt es so viel Geschichte und Kultur zu entdecken. Apropos. Glauben Sie, dass wir heute Zeit für einen Museumsbesuch haben? Definitiv. In der Nähe gibt es ein tolles Lokal, das sich mit der bayerischen Geschichte beschäftigt. Es klingt faszinierend. Ich würde gerne mehr über diese Region erfahren. Es ist eine großartige Möglichkeit, einen tieferen Einblick in die Orte zu gewinnen, die wir erkunden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist entscheidend, den kulturellen Kontext zu verstehen. Und es macht das ganze Erlebnis viel reicher. Definitiv. Ich bin so dankbar, dass wir dieses Abenteuer gemeinsam teilen konnten. Ich bin auch Miriam. Mit Ihnen Deutschland zu erkunden, war ein wahr gewordener Traum. Machen wir das Beste aus unserer Zeit hier. Ich möchte jeden Moment genießen. Das ist die Seele. Lasst uns rausgehen und unseren Tag voller Abenteuer beginnen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Überraschungen Deutschland heute für uns bereithält. Bei so viel Schönheit und Geschichte bin ich mir sicher, dass es Sie nicht enttäuschen wird. Ich habe das Gefühl, dass dies ein Urlaub wird, den wir für immer lieben werden. Ich kann nur zustimmen, Mary. Machen wir diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis. Neues Gespräch. Hey, weißt du, wo die Schulbibliothek ist? Natürlich im zweiten Stock des Hauptgebäudes. Vielen Dank. Ich muss einige Bücher zurückgeben. Kein Problem. Bist du neu hier? Ja, ich habe dieses Semester gerade erst angefangen. Mein Name ist übrigens Sarah. Schön, dich kennenzulernen. Sarah, Alex, wenn Sie Fragen zum Campus haben, können Sie diese gerne stellen. Danke, Alex. Ich kann dieses Angebot annehmen. Ich versuche immer noch, meinen Weg zu finden. Keine Sorge, ich saß im selben Boot, als ich hierher kam. Du wirst verstehen. Neues Gespräch. Hallo Mary, wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Hast du deine Hausaufgaben im Geschichtsunterricht erledigt? Nein, noch nicht. Ich konnte das Buch nicht finden. Kein Problem. Ich habe ein zusätzliches Exemplar. Ich kann es dir leihen. Oh, das wäre toll. Danke, Michael. Gern geschehen, wenn Sie möchten, können wir auch später noch zusammenarbeiten. Scheint eine gute Idee zu sein. Um wie viel Uhr funktioniert es bei Ihnen? Wie möchten Sie um 15 Uhr in der Bibliothek sein? Perfekt. Wir sehen uns dann dort. Wir sehen uns, Mary. Neues Gespräch. Hallo Mary. Hast du deine Mathe-Hausaufgaben gemacht? Hallo Michael. Ja,
Ich habe gestern meine Hausaufgaben gemacht. Ich kann es mit Ihnen teilen. Wirklich? Vielen Dank, Maria. Ich bleibe bei zwei Fragen hängen. Welche Fragen können Sie natürlich nicht lösen? Zweite und fünfte Frage. Ich verstehe, bei der zweiten Frage müssen Sie zunächst Ihre Gleichungen lösen. Bei der fünften Frage können Sie das Ergebnis durch die Divisionsoperation erreichen. Ich verstehe, lass es mich noch einmal versuchen und sehen. Vielen Dank. Jederzeit. Michael. Ich helfe dir gerne weiter. Danke, Maria. Du warst wirklich hilfreich. Gern geschehen. Michael, Freunde sollten sich gegenseitig helfen. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Mir geht es gut, danke. Hatten Sie Gelegenheit, den Projektbericht einzusehen? Ja, habe ich. Insgesamt sieht es gut aus, aber ich habe ein paar Fragen. Natürlich bin ich hier, um zu helfen. Worüber benötigen Sie eine Klärung? Können Sie zunächst den Zeitplan der Entwicklungsphase erläutern? Sicherlich. Wir planen, nächste Woche mit dem Codieren zu beginnen und es in 2 Monaten fertigzustellen. Das erscheint logisch. Wie sieht es mit der Testphase aus? Wir nehmen uns 1 Monat Zeit zum Testen und machen dann 2 Wochen Pause. Großartig. Nun zum Budget. Gibt es Kostenüberschreitungen? Nein. Alles liegt im Rahmen des Budgets. Wir haben die Ausgaben sorgfältig verwaltet. Großartig. Vereinbaren wir ein Treffen mit dem Entwicklungsteam, um weitere Einzelheiten zu besprechen. Annahme. Ich werde dieses Treffen für Ende dieser Woche planen. Danke, Michael. Das ist alles für den Moment. Gern geschehen, Mary. Einen schönen Tag noch. Neues Gespräch. Hallo, Miriam. Wie geht es dir? Hallo, Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung, und du? Ich bin auch gut. Hattest du ein gutes Wochenende? Ja, es war toll. Ich habe mit ein paar Freunden rumgehangen. In Ordnung, und du? Ich ruhte mich zu Hause aus und schaute Filme. Es war ziemlich kalt. Das hört sich gut an. Hast du übrigens Pläne für heute Abend? Nicht genau. Was ist los? Es gibt ein neues Café in der Innenstadt. Willst du es mit mir ausprobieren? Natürlich gerne. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Wie wäre es mit 19 Uhr? Ist das für Sie geeignet? Es klingt perfekt. Wir sehen uns dann um 7 Uhr. Großartig. Bis später, Michael. Neues Gespräch. Hallo, Miriam. Wie geht es dir heute? Hallo, Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung, und du? Ich bin auch gut. Ich muss ein paar Dinge auf dem Markt kaufen. Klar. Was steht auf Ihrer Einkaufsliste? Ich brauche etwas Brot, Milch, Eier und eine Tüte Reis. Es sieht aus wie eine typische Einkaufsliste. Ich brauche auch Gemüse und Obst. Großartig. Wir können diese gemeinsam fangen. Wissen Sie, wo das Gemüse ist? Ja. Sie befinden sich in der Frischwarenabteilung hinten im Laden. Perfekt. Lass uns zuerst dorthin gehen. Es sieht aus wie ein Plan. Danach können wir die Früchte abholen und begutachten. Okay. Dann los.